Ich würde sagen, Ladies first, oder? Wenn man dich googelt, kriegt man erstaunlich viele Sachen als Ergebnis raus. Du hast am 12.06.2002 Geburtstag und bist demnach 17 Jahre alt. Bist 1,81 Meter groß und spielst aktuell bei WBC Lokladen, DBBL. Und bist Forward. Ah, richtig, sorry, genau, Röndorf auf WNBL. Und du bist dabei auch noch DSJ Junior Botschafterin für Dopingprävention. Also du setzt dich tatsächlich nicht nur für den Basketball an sich ein, sondern auch allgemein für die Prävention von Missbrauch im Sport. Was ich mit 17 Jahren total super finde. Und ich muss sagen, ein bisschen stolz sind wir allerdings als Forward Paradise Familie auch, weil du bist auch ein Camp-Kid früher gewesen. Ja. Das sehr regelmäßig. Und am besten erzählst du selber mal, wie bist du, also wann hast du festgestellt, dass du eigentlich in den Profibereich gehen willst? Also war das ein Kindheitstraum oder ist das irgendwann mal entstanden? Ja, also ich glaube, man fängt nicht sofort an und denkt, ja, ich will jetzt Profi werden, ich will was ganz Hohes, WNBA oder sowas. Sondern das kommt einfach mit der Zeit, dass man so trainiert, merkt, okay, was kann man vielleicht, woran kann man arbeiten, also ich habe mir auch sehr viele andere Spiele angeguckt in meinem Alter und auch ältere, so WNBA, NBA kennt ja jeder, die großen Stars. Und dann hat es bei mir eigentlich so angefangen, dass ich irgendwann, also es gibt ja den Kader und wenn man da reinkommt, kann man irgendwann, sind dann 12 Spieler, die ausgewählt werden, die dann Bundesjugendlager spielen können, dann verschiedene Landesverbände. Also hier ist halt der BBV und dann kann man da halt nominiert werden für verschiedene nationalen Lehrgänge. Und da hat es halt bei mir angefangen, dass ich da halt, also seitdem ich da drin war, ich weiß gar nicht, wann ich da angefangen habe, mit 13 hat es dann da richtig angefangen und von da wollte ich halt auch immer höher spielen und dann auch Bundesliga habe ich dann jetzt auch geschafft, zweite Bundesliga zu spielen und da auch jetzt auch Spielzeit zu erlangen und da hat es halt angefangen. Jetzt gehe ich auch nächstes Jahr rüber in die Staaten und ich hoffe, der Weg geht auch noch weiter nach oben. Ja, genau, guten Applaus, ja. Also, an dich. Ich habe Spaß getan, das kann man gerne hören. Und mit Sicherheit schickst du auch mal einen Gruß nach Deutschland rüber. Du sagtest gerade, zweite Bundesliga und ne, der Sprung. Ist es, wie stressig muss man sich das vorstellen? Also wie oft trainierst du? Wie diszipliniert läuft das ab? Also was verlangt dir der Sport jetzt gerade ab? Ja, also mein Leben ist eigentlich fast nur Basketball und Schule. Ich bin jetzt auch in der 12. Klasse, das heißt, ich schreibe jetzt auch mein Abitur bald und ich werde in 3 Mannschaften, dementsprechend habe ich 6-mal die Woche Training und 2 Spiele jeweils, also Samstag, Sonntag. Und in der 2. Bundesliga ist es dann auch so, dass man zum Beispiel nach Berlin fahren muss, dann hat man halt mal die 8-9-stündige Fahrt mit dem Bus und dann muss man halt da die Zeit nutzen, da lernen, damit man halt die Klausuren und alles Mögliche schafft. Das heißt also, du kriegst es aber alles unter einen Hut und Abi sieht gut aus. Sehr gut. Also Disziplin ist das A und O. Sehr wichtig. Ja, das kennen wir ja hier. Unser Drill Instructor Hakim ist ja einer der Verfechter. Genau, du hast vom Besten gelernt, sagt sie gerade. Hakim, wo bist du? Da. Kannst du vielleicht als kleines Kompliment auffassen. Was würdest du den Camp-Teilnehmerinnen und Camp-Teilnehmern hier auf den Weg geben, dass sie vielleicht, wenn sie ähnliche Vorstellungen haben oder sich ähnlich ambitioniert an den Basketball rangehen wie du, um weiterzukommen? Was wären deine Tipps, die du so weitergeben kannst? Das Wichtigste ist, einfach nicht aufzugeben, auch wenn man zum Beispiel jetzt auch einfache Sachen noch nicht kann, dass man einfach immer weitermacht und ich sage, ja, okay, nur wenn ich es einmal nicht geschafft habe, dann werde ich es nie können. Das ist auch, ich weiß nicht, wer eben bei Shamar war, der hat das ja auch gesagt, der Championship-Mentality, dass man halt auch immer weitermacht und wenn es mal Rückschläge gibt, dass man eigentlich das als so kleinen Input nehmen sollte, dass man halt noch härter versucht, was zu erreichen. Ich wünsche dir, beziehungsweise ich denke, dass
sage ich im Namen aller hier gerade Anwesenden. Ich wünsche dir für deine Karriere alles erdenklich Gute und viel Glück fürs Abi, nee, viel Erfolg fürs Außenunterricht, viel Erfolg fürs Abi und viel Erfolg in den Staaten. Und wir hoffen, dass du uns trotzdem noch hier erhalten bleibst und uns gerne wieder besuchst. Ein Riesenapplaus für Emmy Kendall bitte. So, neben der Emmy sitzt jemand, den ihr ja gestern und heute live erleben durftet, Mr. Mike. Auch da könnt ihr nochmal gerade die Hände zusammentun, weil er kommt aus Bayern, direkt vom Chiemsee, hat also den weiten Weg auf sich genommen, um hier beim Camp extra dabei zu sein. Viele von euch, oder ich schätze mal die meisten, kennen seinen YouTube-Channel und mit deinen, ich kann es eigentlich nicht recht glauben, aber 37 Jahren, das muss ich sehr gut erinnern, lieber Mike, hast du dir eine ziemlich große Community aufgebaut, hast deine eigene Merch-Kollektion und www.mrmikeproduction.de. Genau. Da kann man sich auch deine Klamotten kaufen. Was uns interessieren würde, ist, wie kamst du dazu, überhaupt einen YouTube-Channel zu starten? Seit wann spielst du Basketball? Und wie ist diese ganze Passion für das, ich sag mal, für diese große Online-Präsenz? Wie ist das gestartet? Ja, also angefangen habe ich mit 12 Jahren zu spielen. Damals habe ich die Schule gewechselt und bei uns auf der Schule haben die coolen Jungs alle Basketball gespielt, deshalb musste ich auch Basketball spielen. Da ist dann angefangen und ja, ich bin am ersten Tag sofort hängen geblieben, nicht mehr losgelassen. Gefilmt habe ich auch schon immer gerne und das habe ich einfach kombiniert. Das war noch zu der Zeit vor YouTube natürlich. Und ja, ich habe eigentlich viel Videomaterial damals schon gesammelt und da hat mich erstmal jemand auf die Idee gebracht, wo YouTube schon 2-3 Jahre alt war, so gesehen, lange ist es schon wieder her. Ja, lad doch das Zeug endlich mal hoch und das habe ich gemacht und gutes Feedback bekommen und habe einfach immer und immer weitergemacht. Ja. Und Highlights gesammelt und halt, was ich jetzt mache. Was ich auch dazu sagen möchte, ich komme aus einem kleinen Dörfchen mit 1000 Einwohnern. Der Verein war so eine halbe Stunde entfernt damals, auch immer schwierig natürlich dahin zu kommen. Und deshalb habe ich mich hauptsächlich alleine mit dem Ball auch beschäftigt. Deshalb auch gedribbelt, auch wenn ich noch keinen Korb zur Verfügung hatte. Immer gedribbelt, zu Hause im Keller gedribbelt, die Mama genervt, alle Nachbarn genervt. Dann hatte ich einen Korb vor der Garage. Also ich war wirklich süchtig nach dem Dribbeln. Deshalb habe ich auch wirklich ein bisschen Zeit damit verbracht und denkt man, dass man auch da ist, dass ich so ein gutes Ballhandling habe. Okay. Das heißt, du hast mit dir schon relativ früh angefangen, deine eigene Videoanalyse zu starten. Auch sehr wichtig, ja. Sehr cool. Also er sagt gerade, es ist sehr wichtig. Das ist wahrscheinlich ein großer Tipp, sich selber mal wieder anzuschauen und sich selber und seine eigene Technik, sich darüber bewusst zu werden, um auch zu sehen, was man verbessern muss. Wie viele Follower hast du aktuell? Gerade sind es 36.000, glaube ich, aber es ist auch immer eine Zahl, die dann variiert. Also ich spiele mir jetzt da nicht wirklich drauf, was ein so. Aber das tun dann doch viele in diesem Social Media. Aber ich glaube, das ist schon mal ein Applaus wert, 36.000. Ja, das sind die Follower. Das sind die Follower, die sich daran wenden, die sich daran wenden, die sich daran wenden, die sich daran wenden. Okay. Es ist aber, also. Klar, falls es gerade untergegangen ist, erwischt sich nicht daran. Aber es ist trotzdem erstaunlich, beziehungsweise auch echt schön, dass du einfach 36.000 Basketballer erreicht. Ja, und damit, ne, da kann man mit Völker kommen, schon ein bisschen stolz. Ja, auf. Klar, ich bin stolz drauf. Du hast in den letzten Tagen hier mit den Kids, ja, beziehungsweise gestern und heute, hast du viel gespielt und auch ein bisschen deine Skills versucht weiterzugeben. Was sind deine Tipps für die Camp-Teilnehmerinnen und Camp-Teilnehmer, um vielleicht mit dem Thema Ballhandling gerade, was so dein großes Fachgebiet ist, vielleicht da noch erfolgreicher zu werden und da noch mehr aus sich rauszuholen? Also bei mir war es einfach das Dribbeln. Alleine schon, wenn du den Ball dribbelst, du wirst merken, du wirst besser. Es gibt natürlich viele verschiedene Drills, die ich dann spezifisch auf bestimmte Art und Weise besser mache. Aber Hauptsache ist, du hast erst beim Ball in der Hand, du dribbelst und wirfst und wirst auch so ein bisschen selber herausfinden, wie es dir am besten taugt. Also
sich nicht unbedingt irgendwas aufdrücken zu lassen. Das ist, man muss es schon für sich selber herausfinden, was ist für einen selber die beste Technik und beste Methode, dass man punktet, dass man irgendwie am Gegner vorbeikommt, dass man schneller wird und so. Das ist schon, ja, natürlich. Ich hatte jetzt nicht so wirklich einen speziellen Mentor oder so, der mich so wirklich gedrillt hat. Ich habe schon alles selber beibringen müssen, sagen wir mal so. Deshalb. Ja. Das heißt, auch das, was deine Vorrednerin schon gesagt hat, Disziplin, Kontinuität, einfach am Ball bleiben, sich nicht ermutigen lassen, nur sich selber wieder pushen, um wieder hochzukommen. Eine Frage an euch beide, bevor ihr die jetzt stellt, kannst du danken? Echt? Ja. Ich hoffe nicht. Nein, nicht mehr. Also konntest du danken. Ich hatte wirklich mehr einen kleinen Stopfer, aber ja. Das Zeug vom Sprungkraft, cool. Sieht man auch auf YouTube noch. Sieht man auf YouTube auch. Also, wer Mike danken sehen möchte, schaut euch den YouTube-Channel an. Ja, das sind meine Träume auch. Du kannst auch danken. Ja, super, in deinen Träumen. Hervorragend. Sehr schön. So, ihr seid gefragt. Habt ihr Fragen an Emmy oder an Mr. Mike? Basti? Ich habe beide eine Frage, passe es Emmy an, aber keine Ahnung, ich muss Emmy jetzt ärgern. Alles gut. War sondern eine ernst gemeinte Frage, wenn wir jetzt in die Staaten gehen. Was heißt das denn für uns? Basti fragt, wenn sie jetzt in die Staaten geht, was heißt das jetzt für uns? Ja. Ja, jetzt aber, jetzt mal genau, jetzt sehr diplomatisch. Ja, ich finde es auch sehr schwierig, hier wegzugehen, weil ich halt immer wieder komme. Es ist meine zweite Familie eigentlich hier. Man kommt rein und jeder sagt, hi Ossi! Also sowas einfach, ich werde es so vermissen. Und einfach auch der Support, der von allen kommt. Und ihr müsst auch immer hier wieder, ja, alleine einmal zu erwähnen, Jusha auch. Das ist einfach so, das hat man nicht überall. Und deswegen ist es einfach super toll, dass ich auch hier hingefunden habe. So einfach toll. Also ich weiß auch nicht, was ich machen kann. Oh, das ist ja sehr rührend. Einfach spreaden, es gibt nur ein Wort, das ist in Germany. Basti. Meine zweite Frage war ja mit der Mike noch. Ja. Er hat ja quasi gerade schon so ein bisschen beantwortet, ja, auch wenn die Jungs und Mädels die dribbeln und bleiben erstmal dran und finden dann so ihren Weg. Aber was kannst du den Kids da mitgeben, wo sie sich trotzdem so Inspiration holen können, sag ich mal? Also, weil gerade du, der ja im Endeffekt hier unterwegs ist, gibt es Leute, wo du sagst so, hey, da könnt ihr euch das ein oder andere abschauen, da könnt ihr auch Drills angucken, aber auch vielleicht so ein bisschen den Weg zu dieser speziellen Kombo lernen oder sowas. Vielleicht ist das auch mal interessant, wie Camp-Teilnehmer. Ja, da muss ich jetzt auf mich selber verweisen, auf YouTube. die Frage war, was meint. Wenn man sagt, das gab es bei dir früher alles nicht. Und ich denke mal, ihr Fußballer seid ja eine relativ kleine Community. Das ist wahrscheinlich so, dass viele sie gar nicht kennen alle. Mhm. Und vielleicht kannst du mal so sagen, was... Mhm. Also die Frage ist, was kann Mr. Mike noch vielleicht an Inspiration mit auf den Weg geben? Oder wen kann er als Inspirator quasi vorschlagen, dass man sich da selber noch mal ein bisschen reinfuchsen kann? Also hast du Vorschläge? Er sagte natürlich direkt, er muss ja als erstes mal auf sich selber verweisen, dass wir dich unterstützen. Vielleicht hast du aber noch andere Tipps, ich gebe dich nochmal weiter. Ja, da ich natürlich hauptsächlich Streetball mache und Moves und Tricks, damals bei mir, Anfang der 2000er, war es einfach N1, die N1 Mixtapes, ich weiß nicht, ob die heute noch die Kiddies kennen, mit den coolen Moves und so natürlich, das war einfach Inspiration, du hast diese DVDs hoch und runter laufen lassen den ganzen Tag, weil cooler Hip-Hop-Sound mit dabei war und da hast du einfach die Moves so abschauen können, deine Zeitlupe abgespielt, wenn du nicht genau wusstest, wie es funktioniert und so hast du dich dann damit auch so gemessen und verbessert. Aber das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. So eine Streetball-Szene ist leider ja, schon tot, kann man fast sagen. Also leider gibt es nicht mehr so wirklich. Auch Streetball-Tours und so in Deutschland auch sehr, sehr selten geworden. Natürlich die FIBA und die 3 aber so Streetball-mäßig diese Kultur und sowas in den Staaten sogar, dann gibt es bei uns leider irgendwie überhaupt nicht. Okay, also N1-Mixtapes ausgraben. Das klingt gut. Die kennen wir alle noch, so die Eltern hier in der Halle. Thorsten lacht.